Herr Fischer, ich hätte noch mal eine Verständnisfrage. Sie hatten ja noch mal betont, Israel habe ein völkerrechtbasiertes Recht auf Selbstverteidigung. Gleichzeitig haben Sie auch mal wieder von den Terrorangriffen gesprochen. Jetzt ist ja das allgemeine Verständnis, zumindest was in Bezug auf Artikel 51 der UN-Charta, dass das ausschließlich Bezug nimmt auf den Angriff staatlicher Akteure. Da würde mich interessieren, sieht die Bundesregierung dieses von Ihnen erwähnte Selbstverteidigungsrecht in Bezug auf Artikel 51 oder greifen angesichts dessen, dass es bei der Hamas und dem Gazastreifen sich ja nicht um staatlichen Akteur handelt, um einen anderen Kapitel oder Artikel in der UN-Charta? Ich glaube, es ist unbestritten, dass dieser umfassende Terrorangriff, den die Hamas gegen Israel geführt hat, mit mehr als 1400 Toten und deutlich mehr als 100 Verschleppten und vielen, vielen Verletzten völkerrechtlich das Recht auf Selbstverteidigung auslöst. Dieses Selbstverteidigungsrecht muss natürlich im Rahmen des Völkerrechts ausgeübt werden. Und ich habe in den letzten Tagen auch niemanden gesehen, der das in irgendeiner Weise bestritten hätte. Also zum einen gibt es zahlreiche Völkerrechtler, die das tatsächlich hinterfragen, ob zumindest Artikel 51 in diesem Fall eines nichtstaatlichen Akteurs greift. Eine weitere Frage wäre, sowohl Ihr Kollege als auch Frau Hoffmann haben bei meiner letzten Frage diesbezüglich gesagt, dass die Bundesregierung nach wie vor Gazastreifen, Ost-Jerusalem und auch die Westbank als von Israel besetztes Gebiet bezeichnen. Jetzt sieht das Völkerrecht für Gewaltanwendung durch die Besatzungsmacht noch weit stärkere Limitationen vor. Da würde mich auch interessieren, sieht das AA Israel als Besatzungsmacht im Gazastreifen und Folge daraus auch die vom Völkerrecht etablierten weit stärkeren Begrenzungen, was den Gewaltansatz angeht, auch im Fall einer Selbstverteidigung? Ich glaube, diese Frage ist jetzt schon mehrmals diskutiert worden und ich habe hier nichts hinzuzufügen. Dann Herr Eckstein. Thema.